Mein Kollege, du befindest dich mit deinem Quietschi-Doppel gerade hier in Bad Aldburg Nord. Du hast heute Dienst auf der längsten S-Bahn im Raum, Bad Aldburg, der S1, diese verkehrt zwischen Zielitz und Vogelshausen. Zwischen den Bahnhöfen Bad Aldburg Nord und Pilges herrscht Montag bis Freitag von 6:20 Uhr ein 15-Minuten-Takt. Darüber hinaus jeweils nur ein 30-Minuten-Takt. Dementsprechend gibt es Kurz- und Langläufer. Du übernimmst nun einen besagten Kurzläufer von Bad Aldburg Nord nach Pilges. Mache deinen 425er soweit fahrbereit und gebe die Türen frei. Los geht es hier in 3 Minuten. Gute Fahrt. Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Let's Play Folge hier im Train Simulator 2022 hier auf meinem Kanal. Und heute fahren wir mal wieder den Quietschi, die Baureihe 425 und das Ganze auf der wunderschönen Route Kerbestrecke. Heute mal nicht auf der V1.1 von Amisia, sondern auf die Standardversion. Aber die Standardversion ist auch nicht so schlecht, finde ich. Die ist eigentlich auch ganz gut. Und ja, dann sage ich mal, schließen wir das Fenster und legen los. Okay, dann machen wir mal die Rollos hier runter. Okay. So, dann machen wir noch SIFA und PCD an. Instrumentenbeleuchtung machen wir auch an. Und machen den Sitz ein bisschen nach unten. So ist es gut. Ja. So, ein richtiges Zugziel steht hier schon drauf. S1 nach Pilges. Steht hier noch ein RS1 der Baureihe 650 in Odek-Lackierung nach Rathenow über Tangermünde und Stendal Hauptbahnhof. Und das fährt hier ein IC 2440 nach Köln Hauptbahnhof über Bad Aldburg Hauptbahnhof und Hannover Hauptbahnhof. Und hier RB 24-200 nach Prenz über Klamberg, Kerbestadt, Alsee mit 5 Minuten Verspätung. Und das sind wir nach Pilges über Bad Aldburg Flughafen und Bad Aldburg Hauptbahnhof. Und was fährt hier ein? S1 von Pilges, bitte nicht einsteigen. Um 16:05 Uhr, da sehen wir ihn jetzt auch schon. Einfahren. Und hier ist gerade auch ein IC eingefahren mit einer 146,5. Heißt das bei IC? So, die Türen sind schon zu, dann können wir auch schon abfahren. Moment mal, wieso fährt er nicht los? Ah, die Türen. Ich dachte, ich habe sie doch zugemacht.
Jetzt aber. Das Ringberg Allee. Da müssen wir planmäßig um 16.08 Uhr ankommen. Ah, das ist der RE mit 5 Minuten Verspätung nach Brenz Hauptbahnhof. Ne? Station Ringberg Allee. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Was fährt denn hier? Da ist der IC, ne? Den wir gerade eben bei Bad Altburg Nord gesehen hatten. Station Bad Altburg Flughafen. Next Station Bad Altburg Airport. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hier ist noch ein ICT eingefahren, der fährt nach Leipzig Hauptbahnhof über Halesaale Hauptbahnhof.
Und da ist wieder der IC. Und was fährt denn hier jetzt ein? 16.19 Uhr, okay, S1 nach Zielitz. Über Bad Aldburg Nord und Wolmirstedt. Okay. Türen sind zu, das heißt wieder Abfahrt. Ja, hier hatte ich das letzte Mal eine Zwangsel gekriegt, wo ich das Go Ahead Bayern Repaint für den Flat 3 vorgestellt habe. Ich glaube, es lag daran, weil ich so schnell in das 80 Gramm H eingefahren bin. Denke ich mal, dass es daran lag. Station Bad Aldburg Mitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Wir sind um 16.14 Uhr hier angekommen und wir mussten eigentlich... Ah, wir sind pünktlich. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass wir pünktlich hier in Bad Aldburg Mitte eingefahren sind. Aber wir sind doch pünktlich um 16.14 Uhr hier in Bad Aldburg Mitte angekommen. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Und jetzt gleich geht es ins Tunnel rein.
Station Färberstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Station Karlsruher Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Karlsruher Platz ist auch ein sehr schöner Bahnhof, muss ich sagen. Karlsruher Platz. So, jetzt gucken wir mal den Zug hier von außen abfahren an. Weg ist er. Ja, jetzt fängt es an zu ruckeln hier. Nächste Station, Bad Eilsburg Hauptbahnhof. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr, U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, ich denke, ich verbremse mich. Bitte. Nein. Oh, Mann. Mit einer Tür mindestens. Sind wir raus. Ah ja. Na gut, nur mit einer Tür. Hier könnt ihr noch aussteigen und einsteigen. Nach Dixdorf.
Ganze mit einer 143er. Naja, hier gehen die Türen gar nicht auf bei diesem Zugteil hier. Warum wohl? Möchte da keiner einsteigen oder aussteigen. Nächster Halt, Zeyer Siedlung. Ist noch im Tunnel oder ist es schon wieder draußen? Ne, ist noch ein Tunnelbahnhof, ne? Okay, letzter Tunnelbahnhof noch, dann sind wir wieder draußen. Okay, noch ein Quietschi. Station Zeyer Siedlung. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, ich wollte ganz vorne bis zum Vollzug fahren, aber egal. Aber die S-Bahn Mittelelbe ist auch ein sehr schönes Subpaint, muss ich sagen. Das ist sie schon, ja. S-Bahn Mittelelbe DB, kostenloses WLAN im Zug. Maintakt, Bahn, Bus und Landesnetz, Sachsen-Anhalt. Ja, leider haben wir noch keine richtige Strecke für dieses Repaint, aber es müsste auch nicht mehr so lange dauern, bis mal eine gibt. Also so lange würde es jetzt, denke ich, auch nicht mehr dauern, bis es eine richtige Strecke für dieses Repaint gibt. Oberirdisch. Jetzt können wir die Beleuchtung hier eigentlich ausmachen. Brauchen wir nicht mehr. Schon genug Licht hier draußen. Station
Millersheim Ost. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, hier stehen noch 143er und Dostos hier auch noch abgestellt in Millersheim Ost bei der Abstellung und hier auch nochmal Quietschis der S-Bahn Mittelelbe. Mal hier am Parkplatz stehen und von hier hinabfahren sehen. Zwar noch überall halten, noch in Gassenwert und dann sind wir auch schon in Pilgeris. Ja, so lange geht das hier auch nicht. Bei der S1, so lange ist es auch nicht. Ist nur so ungefähr eine halbe Stunde und schon ist die Fahrt zu Ende. Von Bad Altburg Nord nach Pilgeris. Das ist die längste Linie hier bei der S-Bahn-Netz Bad Altburg, aber so lang ist es für mich jetzt auch nicht. Ja. Nächste Station, Gasenwert. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, hier hinten gehen die gar nicht auf, die Türen. Möchte da keiner einsteigen. So, nächster Halt ist auch schon Pilgeris, unsere Endstation. Jetzt eine Zwangse. Habe ich da etwas übersehen? Nee, eigentlich nicht.
War das das hier? Nee, glaube ich nicht. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren wir weiter. Aber immer noch lieber eine Zwangs als sechs Zwangsen in einem Video. Zum Beispiel bei Nachteburg Randstadt kriege ich sehr häufig Zwangsen. Ich habe keine Ahnung, warum ich bei Nachteburg Randstadt immer am meisten Zwangsen kriege. Vielleicht ist irgendwas bei der Strecke verpackt oder so. Keine Ahnung. Ja, der Lord Zwangse, der Ritchie, der hat auch sehr viele Zwangsen bei der Route Nachteburg-Randstadt gekriegt, damals, ne? Ja, ich glaube, irgendwas ist bei der Strecke verbuggt. Nächste Station, Pilkel. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, da sind wir in Pilges angekommen. Dann rüsten wir unseren Zug ab. Und was machen wir hier dann? So, Bad Altburg Nord. Das geht dann wieder zurück. Machen wir dann noch ein rotes Licht hier. Und so. Dann machen wir hier die Rollos hoch. Szenario nicht vollständig. Gut gemacht. Nun heißes Wende machen. Hier ist um 16.44 Uhr wieder zurückgeht. Ich hoffe, das Szenario hat dir gefallen. Gruß, schöne Vieh. Es hat mir gefallen. War wieder ein sehr schönes Szenario von SchweinFW. Machen wir hier noch aus, die zwei hier. Und dann geht es hier raus. So. Ja, der fährt dann wieder zurück nach Bad Altburg Nord. Während wir dann hier eine Pause haben. So, das war's dann auch schon mit diesem Video. Dann sage ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Und damit ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Adriano LP.